Überraschenderweise gab es einen Trainerwechsel beim Oberliga Nord 2. SC Stadtwerke Bruck. René Boms, zuletzt als Co-Trainer von Nenad Bjelica beim italienischen Zweitligisten Spezia Calcio tätig, löste Michi Rosenbichler ab. Bei dieser Rochade wurde auch die Mannschaft überrascht. Was sagt der SC Bruck-Präsident Bernd Rosenberger dazu? Naja, wenn man einen Qualitätssprung vor Augen hat, und ich betrachte die Verpflichtung von René Boms als Qualitätssprung, dann kann man schon irgendwo erfreut sein. Wobei natürlich auch ein weinendes Auge dabei ist. Ich muss wirklich sagen, wir sind dem Trainerteam Michi Rosenbichler und Mario Zattel zu großem Dank verpflichtet. Die haben jetzt die letzten 2 Jahre fast trainiert. Und wir sind immerhin an der Spitze der Oberliga. Trotzdem wollten wir jetzt die Möglichkeit nutzen, wie gesagt, in Richtung Qualität zu gehen. Und wenn wir einen Profitrainer, der dem Verein, dem SC Bruck sehr verbunden ist, auch an der Angel haben, dann haben wir gemeint, er sollte einfach diese 2 Monate mithelfen. Ich kürze es ab, es ist anders gekommen. Die beiden Trainer hatten andere Vorstellungen wie das Angebot des Vorstandes und des Vereins. Das ist natürlich auch zur Kenntnis zu nehmen. Still und leise gab es in Bruck in der Oberliga Nord einen Trainerwechsel. René Boms, ein alter Bekannter, löst Michi Rosenbichler ab. Wie ist es dazu gekommen? Naja, nachdem ich ja dem SC Bruck freundschaftlich seit jeher verbunden bin, weil ich ja da meine Anfangs-Gehversuche gemacht habe als Trainer und dem Verein sehr dankbar bin, dass es mir überhaupt dann gelungen ist, in den Profibereich zu gehen, bin ich natürlich dem Verein sehr verbunden und der Vorstand ist an mich herangetreten, ob ich im Trainerteam mitarbeiten möchte, ob ich ein bisschen ein Know-how eingeben möchte, und das ist dann nicht so zustande gekommen, wurde nicht so aufgenommen, und dann bin ich eben gefragt worden, ob ich die Rolle des Trainers für diese 2 Monate übernehmen kann, und wie gesagt, aufgrund der freundschaftlichen Situation mit dem Verein habe ich dem dann zugestimmt. Du kennst ja den Verein, es sind zwar schon ein paar andere Spieler da, wie hast du das beobachtet jetzt in der Zeit, wie du wieder in die Steiermark gekommen bist? Ja, ich habe natürlich immer den Verein beobachtet, die Mannschaft beobachtet, auch von der Ferne. Aber von den Spielern her kenne ich natürlich nicht mehr allzu viel. Es war damals, wie immer, war eine ganz andere Mannschaft. Aber es waren heute die Eindrücke vom ersten Training sehr, sehr gut. Und ich bin überzeugt, dass wir sicher in den nächsten Wochen da was machen können. Du hast da sicher ein Ziel gesteckt und das kann nur heißen Aufstieg. Ich persönlich habe mir gar kein Ziel gesteckt, weil, wie gesagt, ich bin gefragt worden, ob ich da mithelfen möchte. Ich habe jetzt einmal einen Zustand der Mannschaft gemacht, heute beim ersten Training. Ich würde jetzt gar nicht so weit gehen, dass ich sage, ja, der Aufstieg ist das Ziel. Natürlich hat der Verein das Ziel, aber ich sage ganz ehrlich, ich möchte von Woche zu Woche jetzt mit der Mannschaft arbeiten. Das Ziel ist es natürlich immer, das nächste Spiel zu gewinnen. Und wenn das gelingt, dass man das nächste Spiel immer gewinnt, dann schaut es mit dem anderen Ziel des Vereins natürlich auch sehr gut aus. Ich bin zufrieden. Es läuft. Wir haben schwere Spiele vor uns und wie der Trainer schon gesagt hat, von Woche zu Woche sollten wir die Spiele auch sehen und daran denken, sie zu gewinnen, und dann wird es auch funktionieren. Nun geht man mit René Boms dem Ziel Aufstieg in die Landesliga entgegen. Wir wünschen viel Erfolg.